Was man 2016 zum Beispiel in Japan gefunden hat in einer Recyclinganlage, sind Bakterien, die in der Lage sind, Plastik zu verstoffwechseln. Also diese Plastikabfälle wirklich als Energiequelle zu benutzen. Gerichtete Evolution, die wir als erstes unser Substrat docken, das heisst schauen, wie es auf unserem Enzym liegt, hier in Orange. Dann suchen wir Aminosäuren heraus, die in diesem Bereich sind, und anschliessend tun wir die durch andere Aminosäuren austauschen und schauen das nachher an, ob unser Enzym besser oder schlechter geworden ist. Wir verwenden Machine Learning in der gerichteten Evolution, weil es einfach sehr, sehr viele verschiedene Varianten, also Milliarden und Milliarden und Milliarden von Varianten gibt. Und wir können die nicht alle screenen, und deswegen screenen wir nur einen kleinen Teil und lassen dann den Algorithmus vorhersagen, was die beste Kombination an Aminosäuren ist.